Hallihallo, Hallöchen. Wir sind wieder unterwegs bei Lego, der Herr der Ringe, und sind gerade auf dem, wie auch immer der Fluss gerade heißt. Da verlassen mich so ein bisschen die Kenntnisse der Welt. Und paddeln ja mal munter runter. Reimt sich. Vielleicht schaffen wir nach der letzten etwas vor sich her dumpelnden Episode diesmal wieder ein kleines bisschen mehr, nachdem wir diese wirklich eindrucksvolle Kulisse schön begutachten dürfen. Also, das ist denen echt gelungen. Oh, hat Frodo da gekocht? Oh, die haben rote Würste. Wir dürfen uns jetzt da ist wieder Sonnensteinchen. Oder nee, das kann ich jetzt verwenden für. Dafür ist es sicherlich nicht gedacht, aber egal. Nein, keine Ahnung. Irgendwas wird es hier sicherlich abzuwerfen gehen. Die Steine sind ja eigentlich selten ohne Nutzen und ich weiß, was du gesehen hast. Ich muss den ablenken, vermutlich. Yep. Hey, das ist echt cool mit den Einblendungen. Kann ich jetzt auf Gimli wechseln? Ha, wie geil. Das ist echt geil gemacht. Dafür nehme ich irgendwen. Keine Ahnung, was ich hier jetzt noch so Schönes veranstalten kann. Aber vielleicht kann ja unser Bogenmeister hier ein bisschen. Da weiß ich noch immer nicht, was genau gemacht werden muss. Und diese Dinger hier stellen auch noch so ein kleines Rätsel dar. Oh Gott, hier brauchte ich eigentlich Sam, weil Sam kann hier machen, Sam kann Dinge an Feuern tun. Und Gimli kann Boote nicht mal kaputt machen. Ich weiß, dass ich dafür Sam brauche, aber der ist irgendwie so ziemlich nicht da. Ein Feuerchen. Muss ich hier irgendwo eine Fackel herbekommen, vermutlich. Also muss ich doch Holz hier kaputt machen, oder wie schaut's aus? Versuche einfach mal ein Bötchen nochmal kaputt zu hauen. Und hoffe, dass es denn, oder ist hier ein Ruder als Fackel? Och, jetzt helft mir doch.
Irgendwie muss ich doch hier an eine Fackel kommen. Und irgendwie müssen diese Boote doch kaputt gehen. Die Ruder waren es doch. Gib Puder, du Ruder. So, dann können wir doch das Ganze mal anmachen. Und siehe da, wir kommen endlich durch. Ah, ist hier noch irgendwas Wunderbares gewesen? Nee. Dann mal unser Spring ins Feld. Ach was, mittlerweile habe ich sogar ich das kapiert. Und das soll was heißen. Ja, ich bin ja gleich da, Immer mit die Ruhe und dann mit dem Ruck. Und ab und an ein paar alte Phrasen dreschen. Oder Büsche. Das war ja das, wo ich schon war. Noch ein bisschen was mitnehmen. Wir wollen ja nicht wieder bei 43% enden. Und mal sehen, Hallöchen. Kann man mit dir Dinge anstellen, Statue? Irgendwie nicht. Dann, zum Werfen brauche ich den Legolas. Das ist doch mittlerweile schon gute Sitte geworden, dass der Gimli nur von Legolas geworfen werden kann. Oh, ich habe so eine fiese Aura heute. Ja, erstmal hier. Bums hier so. Was auch immer das werden soll, wenn es fertig ist. Aber vermutlich hat das irgendwo seine Daseinsberechtigung. Wieso genau und warum und weshalb? Vielleicht muss ja diese eine Säule auf die andere drauf fallen. Können wir ja mal ausprobieren. Wenn wir hier schon mal sind. Und. Nicht direkt drauf, aber. Dann nehmen wir jetzt die Fallen, dann können wir darüber gleich. Irgendwo anders hinkommen. So. Minimal kann man die, glaube ich, noch hier. So. Ja, so ist doch schön. Und dann an die Ranke ran, oder? Oh, ich bin ein Genie. Besser spät als Chemie. Ah, jetzt kann man doch mit doppeltem Elan zerklöppeln. Und rums. Weg ist es. Kann man hiermit doch überhaupt was anfangen? Schieben? Nö. Andere schöne Dinge? Nö. Ah, hier brauche ich vermutlich den Fuhn. Genau. Aber wir haben noch
den hier. Genau, hatte ich hier noch eine andere Situation, wo ich ihn brauchte? Weiß ich jetzt gar nicht. Hatte ich den verwendet? Da bin ich jetzt ehrlich überfragt. Einmal gucken. Ja, nee, das ist zu weit. Dann habe ich ja alles getan, was ich wollte. Ich war mir nämlich nicht sicher, ob ich nicht doch noch irgendeine Position hatte, wo ich den armen Gimli gegenwerfen wollte. Raufwerfen, wie auch immer. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Ups. Hier so normal an der Ranke geht nicht. Dann eben wieder so. Okay. Hier haben wir ja alles geworfen, was wir wollten. Oh, das läuft ja wie am Schnürchen. Oh, Gärtnern mal anders. So. Hier stehen aber auch Statuen um Statuen. Soppala. Jetzt kommen auch die anderen höchstvermutlich hoch. Nee, der tut sich da irgendwie ein kleines bisschen schwerer aus unempfindlichen Gründen. So. Ja, eigentlich müsste ich nochmal hier. Genau. Die wollte ich noch abkassieren. So. Und jetzt der Kleine. Ja. Okay, Frodo, ich komme ja schon zu dir. Gott, wie ungeduldig hier. Hui. Ja, ich weiß, ich weiß. Immer mit der Ruhe. Irgendwas kann ich hier aus basteln oder wie? Oder was? Oder wo? Yep. Ah, so wird eine Treppe draus. Habe ich irgendwie einen Stein, den ich dagegen werfen kann? So ein Stein wäre jetzt was Praktisches. Aber nein, kein Stein in Sicht. Dann erstmal physisch weiter. Wo auch immer mich das hinbringen mag. Ha, da ist der Stein. Aha. Und so wird abermals ein Schuh draus, auch wenn Hobbits ja bekanntlich nicht wirklich die Freunde von Schuhen sind. Ups. Nein! Lass mich in Ruhe, du Arsch! Puh. Ja, ich würde mal sagen, das war haarscharf. Ah! Hoho, ich bin ja heute richtig on fire. Elbenmantel.
Kann ich mich hier vorbeischleichen? So? Nee, geht nicht. Wäre doppelt Unsichtbarkeit gewesen. Na, dann nochmal hier. Jetzt habe ich sie endlich raus. Wo ist er jetzt hin? Kein. Ah, da. Jetzt sehe ich's. Hey. Ah, Menno. Dann baue ich lieber das zusammen, als der kullernden Kugel zu folgen. Denn es gibt eine neue Kugel. Wie kann ich das Ding abfeuern? Das Ding feuere ich ab, wenn ich... Ha! Gegenschlage. Sollte ich überhaupt jetzt wieder... Ne, den Ring kann ich gar nicht aufziehen. Beziehungsweise, der ist ja schon auf. Den kann ich nicht auf- und abziehen. Das meine ich damit, ja. So und nicht anders. Glaube ich. Warte mal, hier war doch die Zielscheibe. Und da sehe ich irgendwie etwas, das mir nach einem ziemlich hübschen kleinen... Genau, Steinchen aussieht. Da werde ich doch denn gleich mal gucken. Nee. Das ist nur was für Legolas. Na gut. Rüber mit dir. Und dann eben, na gut, etwas näher ran und heppa. Und schon ist er wieder abgelenkt. Ach, wenn ich jetzt wüsste, ob ich durch bin oder nicht. Also, was hier noch passiert, wenn ich durch bin. Wie komme ich da oben hin? Fragezeichen. Ah, muss ich vielleicht... Haha. Ich komme nicht nach oben hin, das oben kommt zu mir hin. So geht's natürlich auch. Oh, überall ist ein Treppchen, man muss es nur wollen. Mensch, das sind Werte, die du zerstörst. Mensch, Frodo. Was sollen die Leute nur von dir denken? Das No, dass du so No tust. Achso, der hätte ja schon vorher dann hier andingsen können. Bah, hätte ich das mal mit einem ganzen anderen gemacht hier. Men. So. Ah, da wartet doch etwas abgeworfen zu werden. Oh, Sünde. Mach ihn nicht kaputt.
Es tut ihm leid, das sagen sie hinterher ja alle immer. Erst bedrängen und dann, tut mir leid. Hätte er ja erst gar nicht alles so machen müssen, ne? Aber der Boromir weiß ja auch nicht, was er will. Und immer ist nur der blöde Ring schuld. Oh, schön. Nein, mich kriegst du nicht, Sauron. Mich kriegst du nicht. Hau ab, du Scheißauge. Und flutsch. Ach, wie passend. Was hab ich? Folgt der grünen Spur, um etwas zu finden. Ah, hier haben wir die. Oh, nee, zurückgehen tue ich mit dem jetzt nicht mehr. Eigentlich wäre es schön, einen Bonus zu kassieren, aber nee. Den ganzen Weg wieder zurück. Muss nicht sein. Das muss nicht sein. Folgt der grünen Spur, um was zu finden? Ja. Was ein Glück. Ja, Checkpoint erreicht und damit auch das Ende dieser Folge. Ich bedanke mich herzlich für euer Zuhören, euer Zusehen und hoffentlich auch mal den ein oder anderen Kommentar und sage Tschüss, euer Bade.